Okay, normalerweise war das immer relativ easy. Warte mal. Ja, relativ. Okay, kann vielleicht dann doch ein bisschen dauern. Warte. Lol. Wie gesagt, relativ. Hätte ich das nicht gemacht, hätten wir wahrscheinlich einen relativ leichten Anfang gehabt. Nee, jetzt bin ich. Warte mal, ich muss es doch auf Rot bringen, nicht auf Grün. Jetzt war ich die ganze Zeit wieder auf Grün eingestellt. Schade, kann das und das nicht getauscht sein? Kann sich nur um Stunden handeln. Wollte ich bloß schon mal gesagt haben. Ja, also das wieder grün. Jetzt haben wir es. Ach so. Ja, gut, macht Sinn. Macht Sinn. Wir mussten ja den Strom wegkriegen. Gut, das macht Sinn. Ich habe was gehört. Direkt vom Laden raus. Oh nee, das ist doch wieder so ein. Oder? Ah! Oh Kacke, ich wusste nicht, dass der mich im Visier hat. Aber den kriege ich ja so nicht weg, ne? Warte mal, war das? Fuck, 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 fuck. Renne doch mal ein bisschen schneller, Junge. Boah. Ich will nicht wissen, wie viel der mich jetzt schon abgezogen hat. Wie viel der mich jetzt schon. Ja, geil. Ist aber vielleicht nicht so schlecht. Ist aber vielleicht nicht so schlimm. Aber ganz ehrlich, die Schrot ist da vielleicht nicht so geil. Und ich glaube, das hat auch nichts mit seinen Dings zu tun. Na? Mit den seinen grünen Auswüchsen. Weil normalerweise müssten die dann zugehen. Komm, komm, komm. Nicht rotzen, nicht rotzen. Vielleicht kann ich auch einfach weg und kann ihn liegen lassen. Also, ne, nicht liegen lassen, aber einfach lassen. Das kenne ich irgendwo her. Ja? Das ist ein bisschen creepy. Was, ich muss doch. Ist das direkt die Wand? Warum kommst du so schnell hinterher, du Arschloch? Nein! Oh, Typ! Ja, jetzt schmeiß schon wieder die Dings weg, weißt du, du Blödmann. Ich werde schon wieder sterben. Warte mal, ich gucke mal. Ich muss sagen, wo die Tür sind. Wo die Tür ist. Okay, direkt bei Mädchen ist sie nicht, aber müsste in der Nähe sein. Ich werde mal versuchen, auch wenn mich das viel Munition kostet, den Arsch wegzurotzen. Der ist ja an sich zum Bekämpfen nicht schwer. Ich wollte halt jetzt bloß mal probieren, Munition zu sparen. Aber wenn wir schon mal die Möglichkeit haben. Oh nein. Warte, 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 geh vor. Scheiße, ich wollte mich hinter ihm verstecken, wenn es irgendwie geht.
Oder bleibt er jetzt hier drin? Nee. Nein, 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 nein. Renner, 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 renner. Oh, leck mich, Alter. Wie kann der... Ich will auch einfach bloß wissen, wo das ist, Mann. Verpiss dich. Oh, jetzt ist er tot. Wie viel habe ich jetzt noch? 10%? 25%. Oh. Also das Kackviech, ne? Ich will auch wissen, wo hier die Türe ist. Okay, wäre hier unten gewesen. Harzwerkstoff, juhu. Juhu. Ich meine, das ist alles ganz super. Dich hörst doch. Ach, guck mal da oben. Jetzt hier mit 25%, das ist halt... Ist halt scheiße. Ist halt wirklich kacke. Weil ich weiß halt nicht, wer jetzt großartig noch auf uns zukommt. Und gefühltmäßig die Schrot ist nicht so dolle. Also, The Blind Side, eine satirische Grutter in den Vororten. Das hatten wir schon. Okay, die Ausgabe trägt den Titel. Naomi existiert noch immer. Die Ausgabe befasst sich mit dem Experiment, die die Regierung mitten der 40er Jahre in Amerikas Städten durchgeführt hat. Das ist voll interessant, aber das... Naja. Ja. Bringt mir jetzt nicht so viel. So, ich konnte jetzt hier durch. Ich meine, das kleine Viech haben wir ja. Wenn wir jetzt nochmal sterben, ist ja nicht so schlimm. Dann kann ich den mehr oder weniger links liegen lassen. Lol. Oder habe ich irgendwas vergessen, warum ich das nicht auslesen kann? Weil das sind halt... Doch... echt viele Dokumente, und wenn das wirklich so geht, dass man halt über den Browser einfach bloß die Adresse da eingeben kann und dann kann man das lesen, finde ich trotzdem ein bisschen kacke, weil man... Ich habe mich jetzt extra töten lassen, finde ich trotzdem ein bisschen kacke, weil du hast halt extra Arbeit, weißt du, oder ich habe wirklich was nicht mitgenommen, was das ausliest. Dann könnte ich es verstehen, aber ansonsten sind halt meiner Meinung nach ein bisschen sehr viel Dokumente, die man nicht lesen kann, was halt schade ist. Boah, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier nicht durchgehen könnte... Ich hoffe einfach bloß mal, der folgt uns nicht. Hierher. Irgendwo hier war's. Die Tür darf auch gerne wieder zugehen. Aber ich glaube, er ist uns nicht gefolgt, oder? Ist uns gefolgt, aber er hat uns vielleicht nicht gesehen und haut deshalb jetzt wieder ab. Und halt auf bloß drauf an, wo der jetzt steht. Wenn der jetzt nämlich hier die Treppe hoch... Nein! Alter, lass mich doch mal durch! Ach du... Was nur? Jetzt geht er bloß vorbei, oder was? Du bist so ein Plinz, Alter. Du bist so ein dusseliger Plinz. Ohne Witz. Du kannst jetzt auch da unten bleiben. Du brauchst mir gar nicht auf den Sack zu gehen. So, ich... War das hier unten um der Ecke, ja, ne? Wo der gleich kam?
Der Saubermachermeister ist da. So. Er kommt hier nicht hinterhergeschissen. Ich will jetzt aber mal gucken, wie es uns geht. Der hat uns ja bloß immer erwischt. 50%. Ja, okay, gut. Gut, gehe ich mit. Hä? Achso, das war. Oh, das war die Tür. Gerade sagen. Okay, hier komme ich auch nicht rein. Vielleicht bin ich heute auch bloß ein bisschen tilt. Ich weiß nicht, was das heute ist. Ich glaube, das war in den ersten 7 Folgen oder so, war das nicht so gewesen. Ich möchte halt wirklich die gute Munition auch für später aufsparen und nicht hier für so eine Hansel. Na okay, er ist jetzt nicht unbedingt ein Hansel. Was hast du denn da? Ich kann es nicht nehmen. Ah, jetzt kann ich es nehmen. T-Ray. Okay, das ist ein Chip. Den kann ich ja, glaube ich, eintauschen. Adrenalin, juhu. Wie gesagt, ich habe vorhin Adrenalin genommen und es war irgendwie nichts. Also, gefühlt nichts. So, Bestellformular. Antrag für eine neue Lieferung von M88-Pillen. Das Beruhigungsmittel hat sich zum Regulieren von Schlaf sowie Schwäche, Angstzuständen, Paranoia und anderen typischen Symptomen des Dahmer-Syndroms gut bewährt. Dr. Clairwell, okay. Ist das derselbe Plan, den wir schon 5-mal gesehen haben? Kann das manchmal sein? Und haben wir einen Computer hier? Das ist ja die... Nee, der Computer müsste ja beim Dings gewesen sein. Da lade ich jetzt aber ganz ehrlich nicht nochmal hin. Oh nee. Ich weiß doch, was passiert, wenn ich hier irgendwas rumfummle. Das war Gott sei Dank nur die Tür. Okay, lass mal, wie waren das gewesen? ID-Chips? Achso, genau. Sollten dich rechtzeitig Hilfe eintreffen, lasse ich diesen Bericht für die Firma zurück. Eine Aufzeichnung darüber, was hier wirklich passiert ist und eine Warnung für die Agenten, die Frost und mich finden. Auf Anweisung der Firma haben wir uns auf den Weg zu dieser Apotheke in die Hudson Street gemacht, um Forschungsdaten sicherzustellen und anschließend alle Beweise zu vernichten, inklusive der Versuchskaninchen. Doch als wir den Raum betraten, bemerkten wir, dass eines der Versuchskaninchen aus der Kapsel entkommen war. Vom Optischen her müsste das Viech sein, was draußen noch rumgewandert ist. Ich hoffe, dass es das ist. Es sah weder bedrohlich noch aggressiv aus. Eigentlich wirkte es eher verblüfft, doch als ich das menschliche Experiment anfassen wollte, verpasste es mir einen unglaublich harten Schlag in die Rippen und als Frost das Feuer öffnete, konnte ich durchs Fenster fliehen. Ich habe Frost befohlen, die Verfolgung aufzunehmen. Ich bin zurückgeblieben, um medizinische Hilfe anzufordern. Doch in Anbetracht der aktuellen Situation bezweifle ich, dass hier jemand in absehbarer Zeit auftaucht. Das Ding hat mich schlimm zugerichtet. Es fühlt sich an, als hätte ich innere Blutungen. Ich habe sogar beim Atmen Schmerzen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte, aber ich hoffe, dass Frost nicht auch windelweich geprügelt wurde. Ganz ehrlich, Frost ist mit Sicherheit tot. Ich werde hier Spaß haben, mal speichern. Nett, dass ich das überhaupt darf, mal so selber zwischendurch. Ja, schön. Wir brauchen eigentlich Gesundheitsflüssigkeit. Dafür bräuchten wir eigentlich 3x Capri-Sonne. Was ein bisschen scheiße ist. Weil dann können wir es auch gleich nutzen. Magazin brauche ich 2 Überbrückungskabel. Also ich kann hier nicht wirklich viel. Und das sind halt... Die Spritzen kriege ich ja, glaube ich, so. Ich lagere das mal in der Hoffnung, dass wir es irgendwann mal wieder kriegen. Und auch vielleicht brauchen werden. Aber dass ich halt... Ich hätte mal gucken sollen, wie viel Prozent das wirklich bringt. Weil ich glaube, warte mal, wir waren, das müsste 60%, glaube ich, müsste eine Spritze gebracht haben. Aber bevor wir so viel Zeug sammeln, und wenn es da bloß 10% ist, da ist das für mich ehrlich gesagt ein bisschen relativ. Weil dann nutze ich das doch lieber und fühle mich ein bisschen sicherer und bin dann auch ein bisschen ruhiger, als hier bloß mit der Zeit 10% Gesundheit rumzurennen, am Ende noch zu sterben. So, warte. Hätte ich mal eher finden sollen, weil das brauchen wir halt wirklich nicht. Das brauchen wir halt wirklich nicht. So, ciao. Also, es wird schon irgendwo seine Berechtigung haben, aber... Nein. Ach, du bist so ein Trottel, Alter.
Entschuldigung. Wird schon wohl seine Berechtigung haben, aber ich habe ehrlich gesagt halt keine wirklich wahrnehmbare Wirkung mit rausnehmen können. Das sind noch die. Kann ich die nicht. Nee, das ist ja wieder was anderes. Ach, die ganzen Munitionstypen. Gut, gehen wir mal raus. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, wo ich unbedingt hin sollte. Weil das war irgendwie der direkteste Weg, und den bin ich gleich gegangen. Ach nee, Quatsch. Ich war ja mit der Straße. Entschuldigung, ich war ja mit der Straße noch gar nicht fertig. Hudson, ja. Sagen, es ist zu ruhig. So, ein Artikel der Zinnober-Truppe über Kuronosowo Enterprises, einen mächtigen japanischen Pharma-Riesen, der mehr als 50% der weltweiten Medikamente produziert. Das Unternehmen wurde offenbar von Personen gegründet, die im Verdacht stehen, Verbindung zu beträchtlichen Kriegseinheit 74 zu haben. Ist das die Einheit, die das hier, sag ich mal, auf die Menschheit losgelassen hat? Das Virus? Ich weiß es halt leider nicht mehr. Dafür sind die letzten, oder die Aufnahmen, wo das thematisiert wurde, das war, glaube ich, in der ersten Aufnahme gleich. Ist dafür schon zu lange her. Diesmal habe ich es rechtzeitig gesehen. Hallo? Warum, Alter! Ich wollte gerade sagen, warum hast du keine Waffe, Mann? Nein! Oh, dass er nicht. Mann, dass du Plinz einfach mal nicht. Erstmal nicht schießen kannst, Junge, du bist beim Militär. Und dass er nicht mal zwei Schritte zurückgehen kann, schnell. Und ich glaube, das war einfach auch nicht so das Problem bei der ersten Aufnahme, weil das halt nicht so oft vorgekommen ist. Das meine ich hier. Also, ich meine, theoretisch könnte ich aus dem Spiel rausgehen, aber. Will ich gerade nicht. Weil wenn das wirklich so ist, dass wir hier gefühlt nur die Hälfte oder zwei Drittel der Sachen nur lesen können, wenn wir auf die Seite da gehen, und wir haben auch, also ich habe bisher noch keinen Ingame-Computer gefunden, wo ich jetzt irgendwie was mir angucken könnte, ist das ein bisschen doof gewählt. Oh Gott sei Dank, ja, nimm das Ding doch mal. Also ja, ich weiß, das hat. Ja, ich meckere jetzt vielleicht ein bisschen rum, dass. Es ist, glaube ich, auch einfach bloß diese. Ich will nicht sagen. Nachwirkung würde ich gar nicht mal sagen, sondern eher so dieses Verwöhntsein vom Gameplay vielleicht von Last of Us 2. Weil ich das im Vorfeld halt hier gespielt hatte, bevor ich das jetzt hier weitermachen wollte. Weil ich da viel besser drinne war. Und da halt auch sehr gut mit umgehen konnte und alles gut, sehr gut handeln konnte. Wo? Und das jetzt hier eher weniger der Fall ist. Und dass ich mich halt an das Gameplay so gewöhnt habe und hier eher nicht so. Legst du dich freiwillig hin oder nicht? Aber ganz ehrlich, du. Okay, ganz ehrlich, du müsstest eigentlich total hinüber sein, wenn du so in der Dings steckst. Geil. Einfach in die Treppe reingefallen. So. Ich muss nochmal kombinieren. Vielleicht liegt es halt wirklich auch einfach nur daran. Was habe ich denn hier? Die konnte ich ja, glaube ich, nicht kombinieren, ne? Nee. Die konnte ich auf jeden Fall. Okay, ich werde mal die. So, dann haben wir die Plus-Dinger. Obwohl ich das Gefühl habe, dass im Gegensatz zu unserem anderen Kollegen, den wir gespielt hatten, hier die Plus-Munition irgendwie wesentlich schwächer ist. Auf dem Boden liegt Kinderspielzeug. Ich will gar nicht. Du sollst das Ding da nehmen, Alter. Scheiß jetzt mal auf das Kinderspielzeug. Das ist doch 100 Pro ein Code, oder? Weil. Okay, das ist 4, 7. Ja, nee, ja, gut, das passt. 13 passt auch. 13 plus 3 macht 16. Das passt auch. Aber es sieht halt so aus wie 3, 7, 6, 8. Naja, 16. Ah, nee, 13 ist das ja. Okay, vielleicht. Vielleicht brauche ich den Code noch. Ich muss mir das aber 100 Pro aufschreiben. Außer der speichert das dann. Was auch immer das für ein Schloss dann sein soll. Vielleicht finden wir noch irgendwie einen Secret-Raum oder so. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es den hier überhaupt gibt.
Oder ob es überhaupt jetzt hier irgendwie Secrets-Räume gibt, weil wir haben ja an sich schon so eh so viel Easter Egg, kleine Easter Egg-Sachen und so. Da ist das schon okay. Nicht so schnell laufen, mein Junge. Ich trau dem halt nicht, ne? Dass die da liegen bleiben. Vielleicht waren das auch wirklich bloß. Wie ist das Brunnenrätsel? Oh nein! Okay, ich meine, die mögen. Oh Gott. Nein, 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 Alter, lauf hoch! Junge, wo hakt's jetzt. Wo hat's jetzt gehakt? Das Ding ist, wie soll. Ich muss den kalt machen. Oh nein. Ich muss hier beide kalt machen, sonst bringt mir das nichts. Und wenn es geht, so schnell wie möglich. Er blubbert schon wieder. Shit, 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 shit. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Ernsthaft? Über die Entfernung? Alter. Ich kann noch nicht mehr zurückgehen. Stirb! Wow, beide gleichzeitig gestorben. Wie geil. Ich konnte aber auch keinen Schritt mehr zurück machen, ey. Boah, das ist doch.